Buff ist die neue Komödie von Regisseur Detlef Buck. In mehreren miteinander verknüpften Episoden erzählt der Film von ganz unterschiedlichen Beziehungen von Menschen zu ihren Hunden und von zwischenmenschlichen Beziehungen. Als Ollis Nachbarin für längere Zeit ins Krankenhaus muss, kümmert er sich um ihren Hund Elfriede und ist damit schon bald überfordert. Also sucht er sich Hilfe bei der Hundetrainerin Silke. Cecils Sohn leidet am Down-Syndrom. Sein wichtigster Gefährte ist Familienhund Simpson. Doch Cecils Mann wird ständig von ihm angegriffen und er will den Hund loswerden. Was aber nicht der einzige Streitpunkt zwischen den Eheleuten ist. Ella wird von ihrem Freund verlassen und adoptiert daraufhin den Mischling Bowser, über den sie den Förster Daniel kennenlernt. Ihr glaubt gar nicht, welche Männer man mit Hund so kennenlernt. Nein. Na, läufig? Nein. Genau der richtige Tag, um Liebe zu machen. Galileo ist in Casanova. Hallo Detlef, erstmal eine Frage an dich. Wie war es denn für dich, sag ich mal, einen Film mit so vielen Hunden zu inszenieren? Das ist ja bestimmt so, dass sie nicht immer gleich auf Anhieb genau das machen, was du halt willst und die ja vielleicht nicht so irgendwie, sag ich mal, anweisen kannst wie jetzt Schauspieler. Nee, das ist aber auch, das ist doch auch gut, weil man dann nicht diskutieren kann. Das ist einfach schwer möglich, weil da gibt es eigentlich nur das, was da jetzt passiert, ist möglich, der Rest nicht. Aha, gut, dann nehmen wir das mal so. Und dann dreht man auch nicht zu viele Teile, weil die Energie von Hunden dann von Take zu Take auch geringer wird, weil die Lust ja abnimmt. Die Belohnung dann auch irgendwann dann nicht mehr hat. Oder sie sind independent komplett, wie der Streuner, Malko, der macht das, was... Also du merkst, das ist ein independent Wesen. Da ist auch dann nicht viel zu diskutieren. Eigentlich macht es das auch einfacher. Die Dinge sind, wie sie sind. Genau, und Johanna, wie war es für dich halt, mit Hunden zu drehen? Ja, auch, dass man halt merkt, dass man es nicht endlos wiederholen kann oder so. Und dass man konnte halt beobachten, wie Detlef sagt, dass man dann auch auf das reagieren muss, was kommt. Oder dass man nochmal was umdenken muss. Und aber zum Beispiel jetzt die Fußballspiele, ne? Da dachte man halt, also das fand ich... Da dachte man dann, so richtig geht da, wie soll das gehen und so. Aber jetzt finde ich habe richtig Spaß bei diesen Fußballspielen, diese Fußballspiele anzugucken mit den ganzen Hunden. Und das ist manchmal, das ist ja das Tolle am Film, manchmal sieht man was noch nicht, während man dabei ist, also oft. Und dann wird das geschnitten und gut gebaut und dann ist das einfach genau das, was man in seinem sich vorgestellt hat, dass es sein könnte. Das war so ein bisschen so ähnlich wie das Interview. Man hat sich einfach so darauf eingestellt, was will der Hund? Mache ich mit. So. Also eben saß ich noch ein bisschen entspannter. Nee, das war ganz spannend natürlich, ne? Mit Hunden zu... Alles gut, Bowser? Ja, ich weiß, du willst auch was sagen. Komm her, bleib hier. Bleib hier, mach das zusammen. Wird super. Nee, ist natürlich immer ganz spannend, weil genau solche Momente irgendwie passieren und man soll irgendwie darauf eingehen und man improvisiert ganz viel, man ist ganz frei. Aber so entstehen natürlich ganz tolle Momente, die vielleicht so nicht geplant sind, aber die umso überraschender dann sind. Also für mich war es total schön, weil ich bin tatsächlich totale Hundeliebhaberin. Ich habe irgendwie mit 4, glaube ich, beschlossen, dass Hunde meine Lieblingstiere sind. Ich habe das Bein halt durchgezogen. Mit Bowser im Speziellen war es total witzig, weil es ist ein Hund, den sie aus dem Tierheim geholt haben, aus Polen, 6 Wochen vor Drehbeginn. Das heißt, es war jetzt kein klassisch trainierter Filmhund. Und dafür, dass er nur 6 Wochen Training hatte, also die Hundetrainerin war fantastisch, was er da alles so geschafft hat und gemacht hat und so, das war wirklich cool. Gleichzeitig hat er eben dann nicht alles gemacht, was er sollte und ist halt dann ab und zu einfach losgelaufen oder man musste während dem Spielen irgendwie drüber nachdenken, dass man das Leckerli in der Tasche hat und die Aufmerksamkeit irgendwie von ihm bei sich behält und so. Also ich fand es eine große Herausforderung und sehr, sehr witzig. Ja, ich hatte ja nicht so viel mit einem Hund zu tun, sondern eher dann als Hundetrainerin die Szenen mit den vielen Hunden und da hatten wir natürlich Gott sei Dank auch viel Hilfe, aber ich bin Gott sei Dank auch gerne mit Hunden zusammen, hatte auch einen Hund früher. Und die Leckerlis sind tatsächlich eine große Hilfe gewesen. Das war mir gar nicht so klar, dass man damit doch einiges retten kann und das war auf jeden Fall eine der wichtigsten Utensilien. Diesmal war ich ja sowas wie ein Hundeführer, also quasi ich habe die Gassi geführt. Und genau, dann hattest du so teilweise irgendwie so 8 Hunde an einer Leine oder 10 Hunde an der Leine. Die machen ja schon was mit dir. Also. Aber ich fand es schon toll. Also da musst du dich auf jeden Fall kräftemäßig nicht mehr so doll anstrengen. Du wirst eher getragen. Nein, du wirst getragen. Kein Gelaufe, kein Gebelle, kein Gefurze oder in die Ecke gepisst. Platz! Das geht doch. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu deiner Figur Olli sagen. Also was ist er für ein Typ und genau, was macht ihn halt aus? Und auch welche Rolle spielt denn Elfriede so in seinem Leben? Der hat halt eine Verletzung davon getragen. Der war Fußballer und ist seitdem so ein bisschen lost. Er weiß eigentlich nicht, mit sich wirklich mit sich was anzufangen. Und kommt dann
aus Versehen zu Elfriede von ihrer Nachbarin. Die Nachbarin schwatzt ihm das so auf. Ich glaube auch, dass es für ihn etwas ist, natürlich erstmal eine Belastung. Er denkt sich, was soll ich mit dem Hund irgendwie anfangen? Aber merkt dann auch, glaube ich, ziemlich schnell, was es mit ihm macht. So. Also was für eine Wirkung der Hund auf ihn hat. Und entwickelt sich dann echt, glaube ich, zum ich glaube, er liebt, es geht nicht darum, auch ob man einen Hund liebt oder Hundefreund ist. Ich glaube einfach, dass man sich in den Charakter verliebt. Das ist, glaube ich, wie vom, beim Menschen. Na klar, guckt man erstmal, findet man jetzt vielleicht so einen Golden Retriever schöner als einen Boxer. Ich jetzt nicht, aber so denkt man, also die meisten wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass es dann echt so ist, dass du dich in den Charakter verliebst. Und sie sind alle komplett unterschiedlich. Und ich glaube, wenn du Liebe gibst, kriegst du auch genauso viel Liebe zurück. Und Marie, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was so den Reiz einer Beziehung eben zwischen deiner Filmfigur Silke und dem Olli ausmacht. Die Silke ist ja eigentlich eine totale Einzelgängerin. Die ist ja sehr direkt und sehr ehrlich, womit sie auch häufig aneckt und auch tatsächlich ihre Kunden verliert, womit dann eben Olli ins Spiel kommt und das ohne zu wissen, was sie eigentlich so für einen Hintergrund hat, dieses Geschäft mehr oder weniger ihr wegnimmt. Insofern, also ich glaube, dass die Silke ist gar nicht so sehr darauf aus, sich unbedingt zu binden, aber es gibt da irgendwie eine Anziehung. Also ich glaube, das ist relativ, es ist gar nicht so ein großes, ich muss jetzt irgendeine Beziehung haben. Also da sind wir sehr unterschiedlich, die Figuren, weil sie halt entschieden hat, ihr eigenes Ding zu machen und diese Hundeschule aufzumachen. Und insofern kommt der eigentlich mehr so zufällig um die Ecke und da knallt halt irgendwie. Aber das ist, wie das dann weiter erzählt wird, das bleibt eigentlich mehr oder weniger offen. Johanna, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu deiner Figur sagen und auch, also welchen Stellenwert der Hund halt innerhalb ihrer Familie hat. Ja, also der Hund ist halt eben dieses Paar mit dem Musiker, mit dem Pianisten und den zwei Kindern. Und der eine Junge hat ja ein Down-Syndrom und für den ist der Hund ganz wesentlich als Ausgleich und auch, ich glaube, emotional und eben als Sicherheit. Und damit ist dieser Hund ein richtig wesentliches Familienmitglied für die Balance auch dieses Familiens und auch für den Jungen. Und ich glaube, dass jede Mutter, die kennt dieses Problem auch, was Cecile hat. Also, dass man halt natürlich diesen Anspruch hat, für die Kinder voll da sein zu wollen und zu müssen, dann aber auch irgendwie für den Mann. Aber das soll auch was für einen selber soll bitte auch noch was übrig bleiben. Und das ist tatsächlich auch im Leben ein ständiger Balanceakt und auch ein ständiges Drum, sich bemühen und kämpfen und ausgleichen. Und da müssen alle mitmachen. Und deswegen ist der Satz, es geht nicht immer nur um dich, ein ganz wesentlicher Satz für diesen ganzen Film. Weil der Film erzählt, finde ich, liebevoll und vollkommen unsensationsheischend genau darüber. Es geht nicht immer nur um dich, sondern es geht um uns. Und gerade in einer Zeit wie heute ist es doch toll, dass der Wald beispielsweise auch, die Natur und das Miteinander mal ins Zentrum gerückt wird. In dieser unaufgeregten Art und Weise. Ich glaube, Sie haben immer noch nicht kapiert, wer ich bin. Wer sind Sie denn? Der Förster hier. Obermacker-Förster. Entschuldigung. Daniel ist Förster. Er hat irgendwann für sich entschieden, die Stadt ist ihm zu stressig. Er geht raus irgendwie aufs Land und in den Wald und hat so den Wald lieben gelernt. Und irgendwann steht dann plötzlich Bowser vor ihm. Frei, ohne Leine. Und das gefällt ihm natürlich nicht so als Förster. Und irgendwann später merkt er, okay, der gehört auch zu einem Herrchen. Und das Herrchen ist nämlich die Ella. Hier, die bezogene Emily Cox. Und genau, und die findet er auch ganz interessant. Das erste Aufeinandertreffen ist vielleicht noch nicht ganz so liebevoll, wie man sich das vorstellt in einer romantischen Komödie, aber umso schöner wird das Ende dann. Also ich sehe nur einen toten Baum und eklige Pilze. Ja, aber der tote Mutterbaum hat noch viele Funktionen. Und das Pilzgeflecht zieht sich unter den gesamten Waldboden. Es ist quasi das Internet des Waldes. Und die NSA ist auch hier, oder so flüstern sie. Weiß ich auch nicht.
Sie träumt ja dann auch so ein bisschen davon, irgendwie so eine Art Aussteigerleben zu führen eben mit Daniel, weil sie eben von dessen Lebensweise sehr angesprochen ist. Und so einen Wunsch haben ja, glaube ich, viele heutzutage. Was glaubst du, wo so dieser Wunsch, irgendwie auszusteigen, allen Rücken zu kehren, so herkommt? Ich denke, dass es eine ziemliche Überforderung zurzeit gibt, oft von der ganzen Informationsflut, der wir tagtäglich ausgesetzt sind. Also wir sind ja andauernd irgendwie konfrontiert mit irgendwie Nachrichten, Handy, Bling Bling, irgendwie Texten, was so in der Welt passiert. Und ich glaube schon, dass es für Menschen total wichtig ist, ihre innere Stimme auch mal zu hören und wirklich so zur Ruhe zu kommen, um zu merken, wie es einem vielleicht wirklich geht und einfach mal kurz so auszuatmen und loszulassen und so wirklich in den Kontakt mit sowas Größerem zu kommen. Jede einzelne Ameise hat ihre eigene Aufgabe. Keine Aufstiegsmöglichkeiten, keine Karriere, keine Ego-Scheiße. Im Film gibt es ja so, sage ich mal, ganz unterschiedliche Beziehungskonstellationen. Und es spielt ja auch bei jeder von diesen Konstellationen halt einen Hund eine bestimmte Rolle. Hast du auch lange gebraucht, bevor du dich dafür entschieden hattest, okay, für das Paar passt vielleicht der Hund am besten, weil der diese Geschichte oder das, was da erzählt wird, am besten symbolisiert? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie du halt auf die einzelnen Hunderassen halt für die Paare gekommen bist. Was ich mit Wuff eigentlich erzählen wollte, ist, dass Hunde hatten ja immer und haben zunehmend in unserer Gesellschaft eine emotionale Bedeutung für die Menschen. Und eigentlich wollte ich darüber einen Film machen. Und die Figuren, da sind ihre Lebenssituationen, sind eigentlich aus dem Leben gegriffen. Ella hat gerade Probleme mit Job und Beziehung. Und die Silke, die hat Probleme mit ihrer Hundeschule, weil sie Hunde irgendwie ein bisschen besser versteht als Menschen. Olli ist depressiv, weil seinen Lebenstraum ist zerplatzt. Er wollte Profifußball werden und seit einer Knieverletzung kann er nicht mehr. Und Cecil, das ist die Einzige, die verheiratet ist und sie hat eine glückliche Familie, aber das Glück scheint gerade auseinanderzufallen und daran hat auch ein bisschen der Hund Schuld, weil er attackiert gerade immer wieder, springt er den Ehemann an. Also die Situationen sind für mich, was Ella angeht, war das so ein bisschen meine Situation. Also damals, als ich mir den Hund angeschafft habe, also meinen Bowser, und die anderen Figuren, die kamen mir halt einfach und die konnte ich dann nicht mehr loswerden. Ich wollte halt auch nicht nur eine Geschichte über nur Singles erzählen, sondern auch ein bisschen, was ein Hund in einer Familie auslösen kann. Und würde ich sagen, dass es irgendwas gibt, was der Mensch noch vom Hund lernen kann? Dass der Hund als dich nicht beurteilt in deinem Status. Und dass der Hund, und das ist ja an dem Film auch, wenn ein Mensch krank wird, verändert sich der Geruch. Und der Hund riecht es, der Hund rettet den Menschen. Kann das also durchaus dann auch existenziell ihn retten. Und auch natürlich aus einer Depression ihn retten, weil der Hund einfach auch einen Alltag erfordert, jeden Tag, den du denn geben musst. Und dann hast du eine Struktur. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall noch mal viel instinktiver sind, viel mehr spüren, viel feinfühliger sind als Menschen. Ich glaube, die haben so eine emotionale Intelligenz, die Menschen teilweise nicht haben. Im Moment zu sein? Genau, spontan. Ja. Hunde sind ja nicht dem gleichen Druck ausgesetzt wie wir Menschen, wovon du ja auch gerade gesprochen hast. So viel Liebe zu geben wie so ein Hund. Also ich glaube, das ist bedingungslose Liebe, was so ein Hund irgendwie einem geben kann. Und ich glaube, das erfährt jeder, wenn man abends von der Arbeit nach Hause kommt und einen Hund hat zu Hause, wie der einen empfängt. Das ist etwas ganz Besonderes. Es geht nicht immer nur um dich. Ob man Mann hat oder nicht, am Ende ist man immer allein. Hol den Pfropfen raus, lass ihn knallen.